Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Matt Burago und diese Therapie ist nach Gostenos. Wir sind hier bei der Junk-Ausgabe zu Command & Conquer. Genau, Command & Conquer, Alarmstufe Rot 3. Sind jetzt hier dabei, ein bisschen mal für Ordnung zu sorgen. Mal gucken, wie wir hier weiter vorankommen. Haben wir den eigentlich noch? Nein, den haben wir leider nicht. Flak-Trooper, sie hören mal nach Garde gehen. Und die bleiben mal hier. Genau, der Verbündete wird zwar angegriffen, aber das hat eh nichts viel gebracht, dem Freund, weil die ruckzuck erledigt sind. So, gehen wir mal hin, wo ist unser Tascha? Die kümmert sich um das letzte schicke Bötchen hier. Luftangriff, das war's dann. Das ist erst der Anfang. Sie werden mich bald wiedersehen mit den anderen Führern des Shogunats. Ja, mein kleiner asiatischer Freund. Ich hoffe, die sind eine größere Herausforderung als Sie. Einsatzziel erreicht. Die Festung Stettnog und Leningrad ist gerettet. Ausgezeichnete Arbeit. Der Premier wird sehr erfreut darüber sein. Ja, hat ein bisschen gelitten, das Ding, aber sonst sieht super. Schön, dass wir den Premier einen Lust mal freundlich machen können. Wir gucken, was er als nächstes für uns hat. Hier haben wir die Gewinnkurve. Olle ein bisschen abgebaut, aber wir haben ein bisschen aufgebaut, damit passt das. Da kommen wir gut hin. So, können wir weitermachen. Wirklich beeindruckend, Kommandant. Sie sind gut und sehr erfinderisch. Ja, aber Leningrad war leider nur ein Ablenkungsmanöver, um unsere Truppen vom eigentlichen Angriffsziel abzuziehen. Vielleicht sind Ihre Bemühungen beim nächsten Mal ja weniger sinnlos. General, eine wichtige Nachricht. Es kommen kaiserliche Truppen auf Moskau zu. Gerade nähern sie sich unserer alten Satellitenbasis bei Krasna 45. Krasna 45? Wir müssen versuchen, die Anlage gegen Sie zu verwenden. Sehen Sie, Kommandant, während Sie sich versteckt haben hinter den Barrikaden von Leningrad, ist der Feind tief in unser Mutterland vorgestoßen, sozusagen ungehindert. Es wird Zeit, Rückgrat zu beweisen. Stellen Sie sich unserem Feind. Stoppen Sie ihn, bevor unsere Stadt eingenommen wird. So, das klingt doch nach einem neuen Auftrag. Und der liebe General ist immer noch pissig. So. Ah ja, ich stehe da nochmal mit dem Solo-Button. Ich hoffe mal, das steht nicht immer da, weil das wird nicht langweilig. Sollten die Truppen des Reichs Moskau erreichen, ist alles verloren. Wir werden die Anlage in Krasna 45 einsetzen, um sie abzufangen. Obwohl sich dort Landstreicher breit gemacht haben, ist die Startrampe in Krasna 45 noch funktionsfähig. General Krukow meint, dass wir sie gegen den Feind einsetzen können, sobald der Satellit im Orbit ist. Viel Glück. Alles klar, das hört sich nach Spaß an. So. Weiter. Das Reich muss gestoppt werden. Schlagen Sie die Invasoren aus Krasna 45 zurück. Ihre Befehle lauten wie folgt. Eskortieren Sie Natascha zur Abschussrampe. Halten Sie nach sowjetischen Kriegsgefangenen Ausschau. Ah ja. Gehen Sie vorsichtig vor. Viel Glück, Genosse. Ich doch immer. Also, sind wir mit der lustigen Natascha unterwegs und dem Kommandant Nikolai. Okay, auch nicht schlecht. Eine Einheit wird angegriffen. Okay. Wir hatten einen Spähtrupp vor einiger Zeit entsandt, aber er ist wohl verschollen. Begeben Sie sich zur Abschussrampe, aber bitte seien Sie auf der Hut. Feindliche Einheiten entdeckt. Guten Tag, Kommandant. Oleg hat mir von Ihnen erzählt. Ich bin Moskwin. Ich führe Natascha in diese Operation ein, um ihre Flanke zu schützen. Neues Einsatzziel erhalten. Alles klar, mein Freund. Ich frage, wo sollen wir hier weitergehen? Ihr habt ihr was gehört? Wir sind unterwegs. Okay, da mal ein bisschen Heilung bekommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Überqueren Sie den Fluss mit Flohsprung. Verstanden, Zentrale. Feindliche Einheiten entdeckt. Wir kriegen sie. Gott, sie kommen nicht ernsthaft mit Laserschwertern hier an. Verfolgt sie! Tatsache, die kommen wirklich mit Laserschwertern. Was haben wir denn überhaupt hier an Rückwärtsbewegung? Ich muss sagen, diesen japanischen Abschaum zu erledigen macht großen Spaß. Schön, dass du deinen Spaß hast. Wir müssen mal gucken, wo wir lang gehen. Können wir hier lang gehen?
Ich versuche mich gerade ein bisschen zu orientieren. Ah, genau. Hier können wir lang gehen. Da waren was die Rede von Griegs gefangen. Okay. Dann kommen wir daher, Jungs. Und dann macht er mal einen lustigen Flohsprung. Das war hier rüber. Feindliche Einheiten entdeckt. Schön, Jungs, was macht ihr da? Das war schon mal super. Wir haben einen Rudel Kriegsbären gerettet. Die Tiere sind gute Speer. Ein Rudel Kriegsbären. Okay. Ja, wird dann natürlich die, dann die drei. Ach, die Scheiße, kommt dafür einer. So, dann wollen wir nochmal die Freunde hinkriegen. Eine Einheit wird angegriffen. Ruhe, wir sind das Hauptquartier. Einheit verloren. Neues Bonusziel erhalten. Nun langsam, ihr klobigen Freaks. Sie reiben unsere Tessa-Truppe auf. Das ist der letzte Strohhalm. Wir vermuten, dass in der Nähe sowjetische Truppe festgehalten werden. So, alle mal hier hin. Einige unserer besten Tesla-Truppe sind zu ihnen gestoßen. Sie sind der Albtraum jedes Fahrzeugs. Bonusziel erreicht. Das ist schön. Tesla-Truppen haben wir. Bin online. So, die kriegen wir an die 4. So, es geht mal weiter. Hier gehen wir nach vorne. Und die Bären nehmen wir dahin. Neues Bonusziel erhalten. Bei dem Bären würde ich jetzt gerne mal einfach so nach vorne schicken, die Tesla. Geht's los? Okay. Sickelpatrouille. So, den einen möchte ich dann ganz einfach mal nach vorne schicken. Ja. Feindliche Einheiten entdeckt. Okay. Gut, wir haben jede Menge Munition. Bin online. Euer aufgeblähtes Land gehört uns. Eine Einheit wird angegriffen. So. Einheit verloren. Sickelpatrouille. Die Bären kümmern sich mal um ihn da. So. Panzerfahrzeug. Keine Chance. So, noch mehr Tesla-Trupper. Sie haben alle Mitglieder des Spähtrupps befreit. Jetzt können sie dafür ihnen helfen, die Abschussrampe zu erreichen. So, die Tesla-Freunde haben wir soweit. Dann können wir ja weitergehen. Dann gehen wir mit den Tesla-Freunden, rücken wir einfach mit denen da hin. Die Bären ziehen wir mal hier hin. War ja wahrscheinlich. Feindliche Einheiten entdeckt. Ah ja. Wir nehmen ihn hier. Ich habe einen Plan, weil da drüben habe ich eine Kiste gesehen. Da will ich mal kurz hin. So, gucken wir mal. Flohsprung. Bis nach da drüben machen können. Ja. Gut, wir haben jede Menge Munition. Okay, von hier aus kommen wir nicht dahin. Nehmen wir mal unsere Bären. Die rücken mal mit denen vor, die Tesla-Freunde hervor. Kommt jemand mit? Die Tesla-Freunde kümmern sich um das da. Wir sind hier. Erhaltet die Gürtel an, Jungs. So. Geht's los? Eine Einheit wird Spannungsschutz aktiviert. So. Um die kümmern sich jetzt. Ist ja auch lustige Gipfgriffe. Alles klar. Sickelpatrouille. So, mal gucken, ob wir hier lang gehen können. Welche sind besonders angeschlagen? Ist das Hauptquartier? Elektroden initialisiert. Ja. So, ich habe mal durchgeschaltet, habe geguckt, ob irgendjemand besonders angeschlagen ist, aber keiner ist besonders mehr angeschlagen als alle anderen. Ich möchte gerne nach da drüben. Feindliche Einheiten entdeckt. Okay. Ja! Warum springt der nicht? Ja! Okay, da kommen wir dann doch nicht nach da drüben. Gut, lassen wir mal einfach Experimente. Wir versuchen einfach hier nach vorne zu gehen. Die Bären hierher. Die Bären wieder mal zum Scouten nach vorne nehmen. Okay. Geht's los? Machen wir einen kurzen Prozess.
Es ist das Hauptquartier. Eine Einheit so. Wird angegriffen. Um die kümmern sich erstmal die Bären. Extra knusprig. So, dahin mit euch, hier und dahin. So, die Bären lassen wir kurz mal hier rüber ein bisschen heilen. So, haben wir Bären ein bisschen heilen und kriegen, wie es bei anderen aussieht. Okay. Dann war das Tesla-Freund mal auf, das Ding da. Vielleicht können wir damit eine Kettenreaktion auslösen. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. Dann können die Freunde mal da die Gesundheitskiste holen. Alles klar. Hier dahin, hier dahin, dahin. Weil die Freunde wahrscheinlich eher um die kümmern sollten. Feindliche Infiltrator geortet. Eine Einheit wird angegriffen. Vorsicht! Gute Nacht! Auf Patrouille! So. Da sind wieder unsere Freunde beim Spielen sozusagen. Gut, der war weggesniper, bevor ich überhaupt sehen konnte, was es ist. So. Es ist das Hauptquartier. Elektroden, Infanterie ist leicht zu besiegen. So, passieren wir dir einfach mal. Kommt jemand mit? Ich bring die Stromrechnung. So. Ruhe, es ist das Hauptquartier. Eine Einheit wird angegriffen. So. Lass mal sich erstmal unsere Freunde um den da kümmern. Sie sind außer Reichweite, schnell! So. Habe ich was Falsches gesagt? Isolieren nützt auch. Einheit verloren. Okay, da hat es gerade unseren lustigen Flohhopper zerlegt. So, wie sieht es denn aus? So, ihr könnt euch mal dahin gehen und ein bisschen erholen. Die Bären sind eigentlich super drauf. Da haben wir den Weg ja fast frei gemacht. Hier ist die lustige Startrampe. Elektroden initialisiert. Verstärkungen sind eingetroffen. Der Satellit ist im Orbit. Eigentlich klar. Vernichten Sie unsere Feinde mit einem Orbitalbombardement. Es wäre taktlos von mir, mich nicht vorzustellen. Ich bin Shinzo Nagama. Sie mögen Kenji besiegt haben. Doch mich zu schlagen ist gar nicht so leicht. Sie haben sich die ganze Zeit in den Zelten versteckt? Was soll's, mir egal. Das Orbitalentsorgungsprotokoll ist jetzt verfügbar. Nun können Sie den Feind vernichten. Das ist schön. Den Satelliten zu starten war einfach. Jetzt müssen wir es sauber machen. So, und wie setze ich den Satelliten halt ein? Das ist meine Frage. Das ist die eigentlich. Einmal Missionsziel. Reparieren? Ja. Wie setze ich denn den Satelliten halt ein? Obwohl, ich glaube, wir sollten auch unsere Leute mal neu organisieren, die wir haben. So, die Freunde sind da. Und jetzt haben wir noch die hier wieder dazu. Was können wir für sie tun? Gruppieren wir mal die wieder neu. Ah, Geheimprotokoll, alles klar. Orbitalabwurf. Ah ja, jetzt verstehe ich. Orbitalschauer bereit. Du, dann lass mal den Orbitalschauer nach unten reisen. Ziel wählen. So, dann werfen wir da mal den Orbitalschauer runter, dann machen wir das lustige Hütchen kaputt. Dann kommen mal wieder keine neuen Truppen raus. So, das heißt, jetzt können wir nämlich hier vorrücken. Genau, unsere Tesla-Freunde noch ein Stück weiter nach vorne, weil da waren ja ein paar Fahrzeuge. So. So, da haben die Freunde zerlegt. Ja, unsere Tesla-Freunde, die kümmern sich ja mal um die Panzer da. Auch schick, dass man so reinzoomt. Okay, ein Panzer weniger. Feindliche Einheiten entdeckt. Wir sind hier. Wo?
Die da brauche ich. Habt ihr was gehört? Na, gehen wir lieber mal in die Richtung hier. Was können wir für Sie tun? Elektroden initialisiert. Haben wir noch irgendwie... Ah, ja. Da wäre wahrscheinlich das nächste interessante Gebäude. Orbitalheide. Bringen Sie einen Satelliten und andere Weltraumschrott gezielt zum Absturz. Jupp. Gehen wir einfach mal in die Richtung. So, da haben wir unsere Elektrofreunde, die können sich mal um das da kümmern. Die rücken da nämlich langsamer vor und da kommen wir auch langsam wieder zum Ende. Weil unsere Zeit ist nämlich wieder rum mit Chunk-Ausgabe, Command & Conquer, Alarmstufe Rot 3. Da kommen wir doch relativ gut voran. So, und schauen wir mal, was wir hier dann noch so anstellen können. Und zwar sind wir jetzt dabei, was machen wir da eigentlich? Ach ja, die aufräumen. Die Satelliten haben wir ja in die Luft gekriegt. Und jetzt entsorgen wir mal die gegnerischen japanischen Truppen. So, nicht besonders produktiv, aber wir sind doch ein Stückchen vorangekommen. Ich hoffe mal, ihr hattet euren Spaß. Und wir gucken beim nächsten Mal weiter, wie es hier weitergeht. Bis dahin bleibt eigentlich nur noch das hier. Das Ding hier hinten am Ende, das nennt sich die Endcard. Auf der schicken Endcard gibt es immer wieder eine Videoempfehlung. Die aktuelle Empfehlung ist natürlich passend. Eine Jump-Ausgabe, Call of Juarez, The Bounded Blood. Da können wir sehen, wie das Ganze läuft mit Junkbox kriegen. Und wenn das Spiel Spaß macht, da könnt ihr gucken, wie wir das Ganze bis zum Ende durchgespielt haben. Ich hoffe mal, ihr hattet euren Spaß bei dem Video. Dann schreibt es da einfach mal drunter. So, Spaß habt ihr auch mit dem YouTube-Button, weil der bringt euch zurück zum Kanal. Abonniert das Ganze, dann wäre das auch super. Social Media Kram braucht nichts mehr zu sagen. Google+, Facebook, Twitter, das ist nur was für Profis, nur für Extremstalker. Da gibt es immer ein paar Infos mehr zu dem Kanal. Sonst bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen, schreibt mir nette Kommentare, gibt mir eine Menge positives Feedback, denn ich bin MacVurago. Du sagst Servus und Ade.